Hui, mal wieder eine Anfahrt. Ja, am Anfang haben wir irgendwie gedacht, irgendwie kommt uns das gar nicht bekannt vor. Wir verfolgen ja nun so einen deutschen, Schweizerdeutschen. Ja, der war an diesem Platz nämlich auch schon mal. Lustigerweise bei Park 4Night auch zu sehen. Ja, also mit Bild drin. Genau. Und also da haben wir gedacht, irgendwie die Strecke ist anders. Also ich konnte mich da überhaupt nicht dran erinnern, dass der hier irgendwo lang gefahren ist. Aber Aber ich auch nicht. scheinbar ist es so, wir haben jetzt noch 3,3 Kilometer. Stefan denkt sich immer, hoffentlich kommt nichts von vorne. Ja, es ist schon, naja, ich meine, das ist jetzt nicht so eng wie der von gestern Abend und heute Morgen dann wieder runter. Aber es reicht, um zumindest nicht mit zwei Leuten da aneinander vorbeizukommen. Ja, jetzt kommt sogar So, zwei aber die Leute. warten da ganz gut in der Kurve, das passt super. Das passt super. Vielen Dank. So, wir sind angekommen und wir haben tatsächlich Glück gehabt, dass keiner hier steht. Wir sind ja Gigawald, Stausee, irgendwas in der Art und Weise heißt das hier. Und tja, besetzt sich der nichts. Das ändert sich sofort, indem ich mich drehe und da habt ihr eine riesen Staumauer. Und da hinten sind irgendwelche Löcher in den Steinen drin. Also, das ist schon echt schön hier. Wieder, da kann man sich ja fast bedanken bei Kai, dass er den Platz mal gezeigt hat. Ich weiß, da war er mal mit dem Timo und den Jürgen. Das Bild ist tatsächlich auch bei Park 4Night zu sehen. Aber ja, jetzt wollen wir uns noch was anderes anschauen. Und zwar ein bisschen das hier von oben. Was soll man sagen?
Wir haben es noch nicht mal 18 Uhr. Das Bett ist schon gebaut. Es gibt heute einfach nichts mehr zu sehen. Draußen regnet und regnet und regnet. Hm. Ja, manchmal ist das so, ne? Kann man bei dem Camperleben nicht. Also Wetter gibt es noch nicht. Also gibt es noch kein, wo man sagen kann, da Wetter bestellen und das nimmt man so. Ist halt so. Aber wir werden uns jetzt einfach einen schönen, gemütlichen Abend machen. Dazu gibt es selbstbezahlte Monte. Und der Stefan hat sich geweiht und hat jetzt einen Rahmjoghurt noch, den er isst. Dann gucken wir, wie gesagt, noch unseren Film von gestern zu Ende. Wahrscheinlich fangen wir auch noch einen zweiten an, den wir auch wahrscheinlich zu Ende gucken, weil es ist ja noch früh am Abend. Ja, und dann hoffen wir mal, dass morgen ist nicht den ganzen Tag regnet. Ist eigentlich so angesagt, aber wir hoffen mal nicht, dass wir einfach morgen wieder mehr zeigen können. Aber so ist es nun mal. Und in diesem Sinne, gute Nacht. Tja, als erstes erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mal gedacht, ich gehe mal ein bisschen spazieren hier. Befinde mich jetzt gerade auf diesem, ja, auf diesem Damm, auf dieser Staumauer in die Richtung. Sehen wir jetzt noch so ein, ja, so ein, wie heißt es, ein Wasserfall. Aber ich würde sagen, schaut mal selber. Also viel sieht man nicht, es ist alles diesig. Aber in die Richtung, Moment, rips, da. Da ist sozusagen der, ja, der obere Teil dieses Stausees. Und in die Richtung dort kann man weiterfahren nach St. Martin, was wir vielleicht gestern schon mal gesagt haben. Allerdings nur zu bestimmten Zeiten. Und wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, um 10 Uhr ist wieder offen. Das heißt jetzt aktuell, jetzt haben wir es 10.08 Uhr, dürfen wir also durchfahren. Es hat jetzt aufgehört zu regnen. Die ganze Nacht hat es geregnet. Wir werden aber dennoch nicht bei dem Wetter jetzt nach St. Martin durchfahren. Mit unseren Rollern hätten wir das gemacht. Dafür ist einfach das Wetter nicht beständig genug. Also vielleicht nochmal auf die Uhr, also auf das Wetterradar schauen, aber es ist noch Regen angesagt und ja, da macht das nicht so viel Sinn. Ja, ich genieße noch ein bisschen die Aussicht und wenn ich noch ein bisschen was entdecke, dann zeige ich euch das natürlich. Ich habe noch so ein paar Infos gefunden zu diesem Staudamm hier. Ich muss das dann ablesen, weil das kann ich mir alles nicht merken. Hier wird natürlich Strom auch erzeugt mit Turbinenleistung und Pumpleistung. Zwar 279.000 Kilowatt. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Und aktuell ist dieser See doch fast voll. Und dann haben wir hier 33,4 Millionen Kubikmeter drin. Auf einer Höhe sind wir hier von 1335, also 1300 hatten wir gestern schon mal gemessen, aber das ist auch da unten, also ist ein bisschen weiter unten. Das könnten diese 20 Meter oder 25 Meter Unterschied noch machen. Ja, was das da hinten, ich sag mal da gibt es noch so eine Höhle. Da sind noch so ein paar Puppen, die wollte ich mir noch mal angucken, aber wir können noch mal einmal in diese Richtung gucken, bevor jetzt die Wolken wiederkommen und uns die Sicht vernebeln. Also es geht ganz schön runter. Für Leute, die Höhenangst haben, das ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert, da runter zu gucken. Ich habe es natürlich gewagt und ja, fand das ganz, ganz nett natürlich. Ja, ich gehe jetzt nochmal zu diesen Puppen hin, die sind da irgendwie aufgehängt. Sieht so aus, als wenn die am Galgen hängen, aber mal schauen, was das ist. Also hier kann man diese Figur nochmal ein bisschen besser betrachten. Ich habe da gerade ein Schild gelesen, das können wir euch nochmal einblenden. Das ist hier das sogenannte Fengel oder Fenggetanz. Ja, keine Ahnung. Also da geht es wahrscheinlich, also ich habe es irgendwie ein bisschen überflogen, wohl irgendwelche Frauen, die wohl irgendwie, ja, keine Ahnung, einen Mann hatten oder sowas, die, nur der Mann, der war wohl nicht ganz treu oder irgendwie sowas und die haben sich dann irgendwie mit eifersuchtsmäßig da irgendwie ein bisschen, angezickt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ansonsten schaut euch mal die Landschaft hier an. Also es ist schon super schön hier. Ist ein bisschen viel Treibgut drin. Hier rechts geht es jetzt natürlich auch nochmal runter. Das ist ein Auslauf, das heißt wahrscheinlich wird das so ein Überlauf sein. Ja, und von der Seite aus dem Tunnel sind wir natürlich gestern gekommen. Andere Seite sieht es genauso beeindruckend natürlich aus.
Da unten kommt schon wieder ein Auto hoch. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Aber es geht gut hier runter. Und selbst da unten gibt es noch irgendwie Feuerstellen oder sowas. Aber ich glaube, darunter darf man nicht mehr. Da würde man, glaube ich, auch von dem Parkplatz auskommen, der jetzt dort hinten ist. Ich zeige nur drauf, weil man sieht nicht so viel. Da ist das Fahrzeug von uns. Ja, damit gehe ich jetzt auch wieder langsam zurück zum Auto. Ja, von mir dann auch ein Hallöchen. Ich habe es nicht mit auf dem Damm gemacht. Geschafft. Hatte andere Dinge zu erledigen in der Zeit, aber jetzt werden wir diesen schönen Platz verlassen. Genau, geräumt haben wir jetzt hier schon. Wir sitzen ja schon vorne im Auto, das heißt, es kann schon losgehen. Genau, ja. Der Motor läuft auch schon, damit die Scheiben frei werden. Richtig. Also der Platz hier am Gigawald Staudamm oder am Gigawaldsee, richtig schön, Daumen hoch dafür. Ruhig ist es hier. Wir hatten gestern einen, der war mit seinem Mercedes, war ein Schweizer, der ist aber wieder mit seiner Freundin abgedüschelt. Haben vielleicht einen anderen Platz gefunden, wo sie ihre Ruhe haben wollten. Ja. Wer weiß, was die machen wollten. Vielleicht ein Schweizer Baby, man weiß es nicht. Wer weiß, egal. Hier werden wieder Sachen in den Raum in den Äther geschmissen. Hier. Wir wollen jetzt Richtung Bergün. Bergün? Also eigentlich eher Richtung Albula Pass. Wir müssen Wasser tanken. Wir sind gespannt. Man behauptet immer, hier gibt es immer an den Rastplätzen oder so, kann man hier Wasser tanken. Da sind wir mal gespannt, ob das wirklich der Fall ist, weil wir brauchen Frischwasser. Genau. Und einkaufen müssen wir. Und das erleben wir jetzt alles in den nächsten, glaube ich, 2 Stunden, ne? 3 Stunden. Ja, denke ich. Ist ja schon um 11. Genau. Jetzt können wir auch mal in den Tag starten. Immer mit der Ruhe. Man muss immer da drücken. Der Seite, nicht auf der Seite. Okay. So, wir waren jetzt einkaufen. Das erste Mal in der Schweiz. Ja, stimmt so auch nicht. 2018 war. Ja, okay, auch. Stimmt. Im Tessin, ja. Ich rechne das immer irgendwie nicht als Schweiz, das weil man da Italienisch spricht. Ja, da waren wir bei Coop, jetzt waren wir bei Migros. Und mal was haben, anderes. Sage und schreibe gut 38, 35, 39 Euro. So prima sind die 39 Schweizer Franken, 38. Aber für 2 Tage Essen. Für 2 Tage Essen, wobei... Das ist noch okay, ehrlich gesagt. Das zahlt man fast bei uns auch. Nicht ganz, aber... Eigentlich nicht so, weil wenn man... Guck an, wir haben Mett gekauft, wir haben eigentlich wenig gekauft, was Fleisch ist. Ich sag mal, 10 Euro ungefähr mehr, würde ich sagen. Aber wir sind im Urlaub. Also wenn wir jetzt dann auf Geld achten, dann machen wir was falsch. Außerdem sparen wir uns das auf den Kühe von den Campingplätzen wieder. Genau. Jetzt wollen wir hoch nach Bergün, weil wir haben... keine Tankstelle gefunden. Wir sind blöd gefahren. Das Navi hat uns... Okay, das Navi hat keine Schuld. Wir hätten vorher gucken müssen. Dann ja, das wussten die ja. Wusste das Navi ja. Wäre das Navi woanders angefahren, dann hätten wir natürlich Wasser tanken können. Das gibt es tatsächlich. Wir hätten jetzt auch noch 30 Kilometer weiter wegfahren können auf der Autobahn. Dann hätten wir auch Wasser tanken können. Auch das jetzt wollten wir nicht. Hoffen wir, dass in Bergün laut Park von Alt kann man da Wasser tanken. Wir hoffen, das stimmt. Ja, und da ist nämlich unser nächstes Etappenziel. Erstmal Bergün, Wasser tanken und dann wollen wir hoch rauf wieder auf den Albula Pass. Und das alles werdet ihr sehen, weil wir euch jetzt wieder da vorne an die Windschutzscheibe packen. Bammeln und dann mal gucken, ob ihr was seht oder halt nicht. Genau. Stefan, die Straße kennst du, ne? Oh ja, die kenne ich. Aber da war mehr Schnee drauf. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber vor uns fährt einer aus Salzgitter. Also das heißt, nächster Landkreis von uns. So durch Zufall trifft man ja doch immer mal wieder. Ja, aber das will man doch gar den nicht. Den einen oder anderen. Ja, Pappenheimer, würde ich kurz sagen. So, gleich kommt eine sehr interessante Sache. Das haben wir ja auch, glaube ich, mal irgendwann fotografiert. Das ist eng, ja. Ich hoffe, dass jetzt nichts von vorne kommt. Genau. Und da wird es auch eng, da passen auf jeden Fall 2 Fahrzeuge nur in Buchten aneinander vorbei. Ja, aber ich würde sagen, mal selber schauen, müsste jetzt gleich losgehen. Da geht's jetzt los, hier geht's noch. Aber trotzdem, wenn man sieht gegenüber, wie gesagt, das ist die andere Seite, der Berg kommt hier nicht zu uns rüber. Das ist einfach heavy. Das ist, wenn man sich auf Park von Night verlässt, dann ist man theoretisch verlassen. Also so wie die es da beschrieben haben, geht es auf
keinen Fall, aber es gibt einen Plan B. Stefan hat sich jetzt Plan B ausgedacht. Und da werden wir jetzt einfach mal zu ihm hingehen, denn der läuft hier umher. Und jetzt werden wir ihm mal nachhaken, was denn sein Plan B war. Ich habe mir den Rucksack geschnappt. Und da hat er Wasser reingemacht? Nein, damit das nicht so auffällt. Wir haben ja immer so eine Flasche noch dabei. Zur Toilette und dann im Prinzip aufgefüllt. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Und wir bleiben noch ein bisschen hier. Es soll in Pi mal Daumen, 10 Minuten, kommt die Bahn aus St. Moritz. Die wollen wir nämlich tatsächlich morgen machen. Wir wollen morgen mit der Rätischen Eisenbahn von Bergün nach St. Moritz fahren. Ungefähr dreiviertel Stunde über den Albula Pass. Und ja, das wollen wir morgen machen. Und wie das wirklich schon aussieht mit der Straße über den Albula Pass, ja, das werdet ihr gleich sehen. Warum wie Schluppi hier? Ist schlimm, wenn die Jacke da drunter länger ist als die man eigentlich anhat. Ach, ist das wieder schön hier. Oh ja, eine wunderbare Aussicht. Also zwischendrin die Sonne, dann die Wolken da wieder zwischen. Dann kommen die Wolken dir entgegen sozusagen. Also in die andere Richtung sieht es auch gerade sehr diesig aus. Also ihr seht das im Hintergrund. Wie beim letzten Mal irgendwie war es auch sehr diesig. Aber ihr habt es ja gerade schon mal so gesehen, also wie die Wolken so wandern. Also das hat schon was. Wir sind auf heute Abend da ein bisschen gespannt, wenn vielleicht noch der eine oder andere Wolke mehr kommt. Wenn sie denn kommt. Vielleicht fährt auch das eine oder andere Auto dann mit den Scheinwerfern. Das sieht bestimmt auch klasse aus. Weil momentan sieht es richtig gut aus. Vielleicht drehen wir uns einfach mal, damit die Leute auch mal was... Das können wir machen. Die andere Seite haben. Und dann, ne? Also das sieht... Und da hinten ist dann der Bulli. Ich weiß nicht, ob man den erkennen kann. Das Schwarze. Das Schwarze? Ja, danke. Warte mal, hier, geh mal runter. Nicht klein machen, ich bin schon klein genug. Ja, ich muss kleiner werden, ne? Für genau. Unser Malibu dann. Genau. Ja, auf jeden Fall ist es wieder wunderschön hier. Und wir freuen uns schon so richtig auf morgen. Haben gerade erstmal eine Vespa gemacht. Jo, war sehr lecker. Können wir noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Abendessen auch. Also, das ist doch gut.
ja, während des Abendessens versuche ich ja wieder ein Video zu schneiden. Mal gucken, ob es reicht oder ob ich noch warten muss. Ja, vor allem, wenn du das schon alles fast durch hast, das wäre ja mega gut, wenn wir nach Hause kommen und die ganzen Videos sind fast fertig. Das wäre ja richtig klasse. Ja, dann müsste man nur noch hochladen. Genau, aber ich muss ja auch noch Drohne, muss ich auch noch schneiden, also ein bisschen Arbeit habe ich davon auch. Ja, das auch. Wird jetzt bei dem zweiten Video sogar sein, da musst du, richtig. Das heißt, das kann ich gar nicht schneiden. Ja, da muss ich erst schnell, aber das geht auch ruckzuck. Ja, das ja, da unten, da in die Richtung. Ist ein Fluss, ne? Da ist ein Fluss. Wollen wir also, da mal hingehen? Ja, ich würde sagen, wir versuchen da mal hinzukommen.